heute mit dem Halbspiel gegen den SV Meppen im letzten Part haben wir ganz klar gewonnen im Pokal gegen Werder Bremen 2. Ich habe aber leider vergessen nachzugucken, gegen wen wir ran müssen in der nächsten Runde. Unser nächster Gegner ist, Hertha BSC Berlin, also meine Heimat. Zu Gast in Berlin. Ja, wird auf jeden Fall eine schwierige Aufgabe. Ja. Jetzt stellen wir natürlich wieder Zingerle im Tor. Ich habe ja im letzten Part gesagt, Ratajczak steht in der Pokal im Tor und Zingerle in der Liga. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt einen schönen Mittwoch hoffentlich. Jetzt natürlich nehme ich erstmal ein Video auf. Und ich hoffe, euch gefällt es. Wenn ja, dann lasst ein Abo da oder ein Like. Also ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, und ein Like, wenn euch das Video gefällt. Ja, 4:1 haben wir im letzten Spiel gewonnen. Gegen den SV Werder Bremen 2 und jetzt in der Liga gegen SV Meppen. Direktes Duell 5. gegen 6. Aber wir haben jetzt 2 Siege in Folge geholt, wettbewerbsübergreifend. Mal gucken. Wie das Spiel heute läuft. Da. Der Pass sollte zu Zemmitsch, aber der kam leider nicht an. Was ich eigentlich ein bisschen unlogisch finde bei FIFA, in echt haben ja die ganzen Drittligamannschaften, Regionalligisten ein Duell gegen Bundesligisten immer Heimrecht, aber hier haben sie das wohl noch nicht so eingestellt. Deswegen müssen wir im Pokal dann nach Berlin. Aber soll mich nicht stören. Wir versuchen halt nur so weit zu kommen, wie wir kommen. Und Mann, mit der Chance. Aber der Keeper vom SV Meppen hat ihn. Ah, Zemmitsch hätte sich fast wieder durchgesetzt. Hat er im Pokal kurz vor der Pause noch das 2:1 gemacht. Also jetzt sind wir ein bisschen überlegener als wie gestern im Spiel gegen Bremen. Da wo wir echt die erste Halbzeit bangen mussten, dass wir nicht noch früh gleich ein Gegentor kassieren. Das erste. Also, naja. Und den hat Zingerle. Ja, wir machen schon wieder voll die Fehlpässe. Das müssen wir eigentlich noch trainieren. Oh, Zingerle ist wieder da. Oh, der geht daneben zurück. Ja. Sonntag wird wahrscheinlich ganz spät das Video rauskommen, Zemmitschel. Weil ich noch vorher bei einem Fußballturnier bin. Am Tag. Also Samstag kommt auf jeden Fall mittags ein Video. Ich weiß, ich rede jetzt schon vom Wochenende, aber würde ja nicht schaden, wenn man schon ein bisschen vorplant. Boah, schön geschickt von Sam Mitchell. Marlon Ritter und das 1:0. Und hier ist die Marlon 07. Marlon Ritter. Klasse. Erste Höhentor. Endlich trifft er. Ja, und wie gesagt, mit dem Video gestern, das war echt blöd gelaufen.
Eigentlich wollte ich das schon nachmittags hochladen, aber das Problem war, das Video war irgendwie nur 7 Minuten lang. Also es hat der Dritte gefehlt, ja, ein Drittel von dem Video. Er hatte nur noch das Ende gehabt. Ja, muss ich dann abends nochmal ein neues hoch machen. Und jetzt haben wir die Chance, um Zeit zu nutzen. Was geht denn jetzt ab? Sven Mitchell, 2 zu 0. Gute Sache. Schön gesehen von Philipp Dietz. Und da macht ihn Sven Mitchell mit seinem Schwächeren zum 2 zu 0. Hat er in den letzten beiden Partien per Elfmeter getroffen. Das nennt man mal eine gute Serie. Aber Philipp zieht zu dem nicht. Ade. Und aus Netz. Und schon mal eine kleine Ankündigung im November. So Anfang November habe ich auch Urlaub. Da werde ich vielleicht auch mal Livestreams machen und das war wohl kein Foul. Habe ich aber anders gesehen, Herr Schiedsrichter. Das haben wir schon im letzten Spiel gesehen. Dass die Schiedsrichter da nichts gepfiffen haben. Und die gefoult wurden. Ade. Oh. Donaschke. Da werde ich vielleicht ein paar Livestreams machen. Ich habe ja Urlaub. Weißt du, am Tage oder am Abend könnt ihr halt noch entscheiden, wie ihr das haben wollt. Werden wir vielleicht so ein bisschen zusammenspielen, so FIFA 18. Oder halt Formel 1 könnte ich auch machen. Zinger erklärt den Ball nach vorne. Also wir führen 2 zu 0 kurz vor der Pause. Ich bin zufrieden bisher. Vielleicht sollte man nicht so viele Chancen zulassen. Wir haben schon in den letzten Spielen gesehen, was eine 2-0 Führung ausgemacht hat. Also wir sollten uns noch nicht ausruhen. Aber jetzt hat Tritt schön. Ah, Dave. Ah, Dave kriegt den leider nicht, bevor er ins Tor ausgeht. Aber das soll uns ja nicht weiter stören. Wir führen ja 2 zu 0. Und jetzt hat SV Meppen erstmal einen Einwurf. 2 Siege in Folge. Auch dieses 4 zu 3 gegen Groß Asbach im letzten Ligaspiel hatte uns ja gut motiviert, auch wenn wir so viele Gegentore kassiert haben. Aber sowas gehört halt nun mal zum Fußball dazu. Jetzt haben wir vielleicht noch eine Chance. Kurzer Pause. Sven Mitchell, oh, komm, stimmt. Domaschke, wer hat ihn schon? Weiß nicht, wie ich auf Domaschke komme. Weil das ist ja noch ein A. Und
Und der Ball ist in sein Aus. Und es ist Halbzeit. Es steht 2:0 für uns. Wir sind gut in die Partie gestartet, haben zwei schöne Tore gemacht. So. Ja. Dann geht's weiter in die zweite Halbzeit. Also 7 Saisontreffer hat jetzt schon Sam Mitchell erzielt. Ich habe ihm jetzt letzten Spiel mal Pause gegönnt. Nachdem Philipp Tietz ein Tor gemacht hatte. Pause braucht jeder mal. Nachdem er vier Spiele durchgespielt hatte. Plus dem Pokalspiel. Also 5. Oh. 5 Spiele hintereinander durchgespielt hatte, muss ja auch mal eine Pause einlegen. Aber bei heute durchspielt, kommt darauf an, wie es steht. Boah, schöner hoher Pass von Sandwich, aber ein Seniger ist dazwischen. Das muss so abseits sein, ja. Das war abseits. Boeda. Petit. Oh, schön geschickt auf den Flügel. Ade. Marvin Ritter verpasst den Ball. Und Puttkammer klärt den Ball zum Einwurf. Einwurf mit Phil Clement. Aber beinahe dazwischen. Der Mitchell. Ah. Gebers klärt zum Einwurf. Entschuldigung, wenn ich mal ab und zu mal leise bin, also nichts sage, aber ich muss mich halt ein bisschen konzentrieren, dass wir hier noch wieder ein Gegentor kassieren. Ah, das war nicht gut gemacht, schade eigentlich. Aber jetzt haben wir schon wieder den Ball. Sandwich. Oh, Philipp Tietz, Philipp Tietz! Oh. Marlon Ritter hat ihn leider nicht. Den hat Domaschke. Irgendwie gewinnen wir jedes Kopfball, dem der gegnerische Torhüter abwirft. Philipp Tietz! Der war nicht drin und jetzt bin ich Zulinski für Ade. Ben Zulinski. Die Auswechslung haben wir auch schon im letzten Spiel so gemacht. Und ja, einmal hat der Zielinski kein Tor erzielt, aber Ade hat ja trotzdem auch gut gespielt. Oh, und jetzt liegt einer bei uns. Einer von uns liegt. Oh, aufs Netz. Tom Bertels kommt jetzt für Philipp Klinert. Ich hoffe, Sebastian Schonau kann durchspielen. Ansonsten muss ich Herzenbruch bringen. Der sitzt ja auch noch auf der Bank bei uns. Ich bringe jetzt hier Boa, ich gehe jetzt das Risiko ein. Der auch im letzten Spiel getroffen hatte. Oder was gegen Groß Asbach? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall
hat er getroffen. Schon kam ja auch ein Pokal für Sam Mitchell. Wer das Video noch nicht gesehen hat, kann sich das gerne angucken. Oh, Jeboa. Ah, wir haben eine Ecke. Eckball mit Marlon Ritter. Zulinski. Ja, auch wieder zwischen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht noch einen Konter kassieren. Vargas. Engas. Aber wir haben den Ball. Sam Mitchell. Da wollte er den hohen Pass auf Yeboah machen, aber da ist ein Abwehrbein zu viel im Weg. Aber jetzt habe ich die Chance. Nein. Da ist ein SV Meppen-Spieler im Weg. Und da liegt einer von denen auf dem Boden. Ja. Aber das soll uns nicht interessieren. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir nicht ein Gegentor kassieren. Kurzer Schuss. Und da, ich spreche es gerade noch an. Ich habe es gerade noch angesprochen und dann kassieren wir das 2 zu 1. Es ist immer so, wenn man es anspricht, dann kassiert man ein Gegentor. Wenn man es nicht anspricht, dann kassiert man kein Tor. Und das Ausgleich. Das ist echt jetzt der Ausgleich. Das darf echt nicht wahr sein. Es ist einfach nur ärgerlich. Und das sage ich jedes Mal. Man führt mit 2 zu 0. Man kassiert den Ausgleich. Ey, jetzt darf das bloß nicht wie gegen Groß Asbach passieren, dass wir auch noch verlieren wieder. Boah, das fährt zur Ecke. Mann, 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 Mann. Wir kriegen den Ball nicht raus, aber Zingerle hat ihn jetzt. Jetzt einfach nur nach vorne damit. Warum können wir nicht einfach mal eine 2 zu 0 Führung verwalten? Und was für eine Chance jetzt? Was für eine Chance? Sam Mitchell! Sam Mitchell! Sam Mitchell! Und es ist die Führung! In der letzten Minute der regulären Spielzeit! Sam Mitchell! 3 zu 2, 89, 90. Minute! Schön durchgesetzt und dann schiebt er den Ball am Torwart vorbei. Zum 3 zu 2. Und jetzt müssen wir mit Abwehrriegel spielen. Jetzt nicht noch den, kurz vor Schluss noch den Ausgleich kassieren. In der Nachspielzeit. Ich spreche es schon wieder an. Aber was war denn jetzt? Was? Warum kriegen die jetzt einen Freistoß? Weil er sich hingeschmissen hat oder was? Alter Schiedsrichter, ey. Ja, aber Tina da hat ihn. Einfach nur nach vorne damit. Und das ist der Schuss. Wir gewinnen dieses Spiel dank zwei Treffer von Sandwich. Und ein Treffer von Marlon Ritter. 3 zu 2. Klasse Spiel. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Und vergesst nicht das Abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja. Jetzt sind wir Dritter auf jeden Fall. Machen wir nochmal Training. Gucken gleich mal nochmal gegen wen wir ran müssen. Na, heute steigt gleich. Doch, Zingerle steigt auf. Er hat jetzt eine 68. Ist noch ein junger Torwart auf jeden Fall, also der versucht halt alles zu halten, was zu halten geht. Oh, Werder Bremen zeigt sogar Zeit, Vierter.
Ja, VfR Aalen kann wieder Tabellenführer werden mit einem Sieg. Ja, VfL Osnabrück muss, wenn sie gewinnen, dann sind wir Vierter. Aber das soll uns nicht einfach abstürzen lassen. Sportfreunde Leute ist sogar noch Siebter und die waren mal als Erster. Naja. Kann man nicht ändern. Schauen wir mal, gegen wen wir jetzt ran müssen. Ist wohl in der Spielpause. Ja, es. Ups, Salah. Jetzt habe ich jemanden freigegeben. Ah, naja. Kommen den immer auf jeden Fall mit ins Profiteam. So, und jetzt schauen wir mal, gegen wen wir ran müssen. Ich werde, denke ich mal, jetzt nur noch die Jugendspieler trainieren. Zum Beispiel hier Dominguez. Kann ja nicht schaden, ganz ehrlich. Albrecht. Er ist 1,86 groß. Das ist schon klein für einen Torhüter. Okay, ich bin auch Torhüter. Ich bin auch so in der Größe wie er. Aber es reicht halt als Torhüter, muss ich sagen. Also ich habe auch schon auf Großfeld gespielt und wenn man wirklich springt, dann kommt man auch wirklich an den Ball ran. Also daran wird es nicht scheitern. Mann, da dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt simulieren wir alle. Und Philipp Tietz steigt gleich meine Stärke auf. Hat jetzt so 65. Unser zweiter Stürmer. Ja, wir sind jetzt noch Vierter. Also, wie es aussieht, hat VfL Osnabrück gewonnen. Und unser nächstes Spiel ist gegen Würzburger Kickers. Aber das werden wir dann im nächsten Part sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Hier ist Däumchen, macht mich Freude. Und das Abonnieren nicht vergessen und die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, damit dass ihr kein Video verpasst. Und ich sehe gerade, wir haben gerade eine 89, das ist eigentlich gut, da wir ja zwei Spiele verloren haben hintereinander. Aber ich denke mal, da wir ja im Pokal weitergekommen sind, jetzt auch wieder zwei Spiele in der Liga gewonnen haben. Und ich sehe gerade, wir haben die schlechteste Abwehr der Liga. Oder? Ja. Mit 11 Gegentore, das darf doch echt nicht wahr sein. Naja, kann man halt nicht ändern. So, und als nächstes geht es halt gegen den Tabellenletzten Würzburger Kickers. Und ich sehe, Groß Asbach hat den einzigen Sieg gegen uns geholt. Ist halt so, ne? Kann man halt nicht ändern. Traurig, aber wahr. Und wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Video morgen. Und einen schönen Tag noch wünsche ich euch. Ciao.